Das kennt ihr ganz bestimmt auch. Ihr habt ein ganz kleines Werkstück, sowas hier zum Beispiel, und da müsst ihr jetzt hier vorne noch eine Ecke absägen. Die Frage ist nur, wie macht man das, ohne dass es für die Finger gefährlich wird? Erste Option, Kappsäge. Also, ich lege das hier hin, schiebe das so, wie ich es brauche. Ja, aber das kann ich jetzt ja hier nicht halten. Hier darf ich mit dem Finger nicht sein. Vielleicht geht es ja an der Kreissäge mit dem Schiebeschlitten besser. Schauen wir mal. Also, ich kann es hier so hinlegen. Dann kann ich die Ecke absägen. Aber hier meinen Finger besser nicht. Wie sägen wir sowas zu, ohne unsere Finger zu gefährden? Dafür bauen wir uns heute einen kleinen Helfer aus so einem Reststück Multiplex. Das sollte so ungefähr 35 bis 40 cm lang sein. Deswegen werde ich mir hiervon mal ein Stückchen abschneiden. Und dann brauchen wir einen Rundstab. Das ist vielleicht ein bisschen zu dick. Das ist jetzt hier eine Dübelstange mit 10 mm. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir einen 10er Bohrer. Und jetzt mache ich in diesen Multiplex-Streifen zwei Löcher rein. Am Ende an zwei nebeneinander liegenden Seiten. Aber nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen schräg. Und jetzt brauche ich von diesem Rundstab ungefähr 8 cm lange Stücke, zwei Stück. Und bei den beiden werde ich jetzt jeweils ein Ende noch ein bisschen abrunden. Und jetzt werden diese beiden mit dem nicht abgerundeten Ende jeweils in diese Löcher hier so eingeleimt. Bisschen Honig dazu, damit es auch hält. Eins und zwei. Ja, wenn es Leim rausdrückt, war es genug. So, jetzt könnte man allerhand Sachen machen. Man könnte das Ding schleifen, ölen, über die Kanten runden. Ich werde mich jetzt damit begnügen, einfach nur die Kanten ein bisschen zu brechen, damit sich es hier nicht so unangenehm anfasst. Ja, viel besser. So, jetzt zeige ich euch, wie man es benutzt. Erstmal wieder unser kleines Teilchen. Das legen wir genau so auf die Säge, wie wir das brauchen. Und jetzt kommt unser Halter da einfach so drauf, dass er mit einem Beinchen das Werkstück festhält und mit dem anderen Beinchen sich in diesem Fall auf dem Schiebeschlitten abstützt. Oder wenn ich das Ganze an der Kappsäge machen wollte, dann eben hier auf dem Tisch der Kappsäge. Und hinten muss es natürlich irgendwo sicher aufliegen, nicht so wie jetzt hier. Ich habe ein bisschen eine blöde Länge gemacht, muss ich zugeben. Ja, und unterm Strich kann ich eben mit diesem wirklich sehr schnell zu bauenden, einfachen Helfer solche Teilchen sicher sägen, indem ich sie eben drauflege und eben dann hier festhalten kann und mit meiner Hand weit genug vom Sägeblatt sowohl auf der Kreissäge als auch auf der Kappsäge weg bin und nicht Gefahr laufe, mir hier in den Finger zu sägen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wir machen hier auf diesem Kanal eine kleine Sommerpause. Ende August nach der Maker Faire Hannover geht es hier wieder weiter. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ich wünsche euch einen tollen Sommer mit hoffentlich viel Sonne. Macht's gut, bis dann. Ciao.